Moin meine Leute und herzlichst willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Ich habe das jetzt mit dem Sound, denke ich, mal hinbekommen. Und wir gehen einfach mal weiter. Wo müssen wir hin? Wir müssen dahin. Stimmt, wir müssen, glaube ich, die Platine, die wir haben, müssen wir abgeben. Computer der Monorail-Steuerung online. Jetzt müssen wir wahrscheinlich dahin, oder? Schiffsweites ja. Monorail-System wurde reinitialisiert. Alle Monorails funktionieren ab sofort nach Vorschrift. Monorail fällt an der Flight Deck Station ein. Quarantäne aufgehoben. Okay, wir sind jetzt an Bord und auf dem Weg zur Brücke. Gut gemacht. Seltsam. Die Quarantäne wurde gerade aufgehoben. Was immer in der Flight Lounge war, ist jetzt weg. Gut. Isaac, gehen Sie zurück zu Kallin und bereiten Sie den Start vor. Wir sehen zu, was wir auf der Brücke herausfinden können und kommen nach. Wenn wir so lange leben. Das ist doch Wahnsinn, Hammond. Selbstmord. Wir werden hier sterben. Ihr mangelndes Vertrauen in mich wurde zur Kenntnis genommen, Miss Daniels. Aber ich habe eine Mission abzuschließen und genau das werde ich auch tun. Mit Ihnen oder ohne Sie. Verstehen wir uns? Bringen Sie uns einfach lebend hier raus. Alles klar. Gut. Dann werden wir einfach mal drüber speichern. So. Lülülülülü. Und ich glaube, hier war auch schon das Ende. Nee, noch nicht ganz. Ein bisschen habe ich noch gespielt. Lülülülülü. Nein, ich gehe da nicht lang. Da müssen wir weiter, okay. Na, kommt da was? Da liegt ja auf jeden Fall Blut, oh mein Gott. Na komm. Hallo? Wir müssen in den Aufzug. Okay. Lauf! Nee, laufen wir nicht. Wir gucken uns hier jetzt noch kurz um. Ach, hier haben wir ja unsere Waffe her. Okay. Gut. So. Dann gehen wir mal durch. Geht die Tür da auf oder da? Hör auf, so rumzublinken. Das macht mir Angst. Dann mache ich mir mein eigenes Licht. So. Gut. Hallo. Hallo, Freund. Wieso blinkt? Bleib hier. Hallo. Lass mich raten, auf der... Hinter uns ist auch einer, ne? Ja, war klar. Und... Ihr seid beide tot, okay? Dann laden wir mal kurz nach. Ah, okay. Ich habe jetzt auch ein paar Tage nicht gespielt. Also kann ich die Steuerung... Naja, das heißt, ich kann die Steuerung nicht... Ja, bitte öffnen. Dankeschön. Ah, liegt hier die... Wieso liegt hier die Leiche nicht mehr? Wir haben es auf die Brücke geschafft. Das ist ein Albtraum hier. Kein einziger Überlebender. Wir versuchen uns zum Hauptrechner durchzuschlagen. Wünschen Sie uns Glück. Alles klar. Hier müsste eigentlich voll krass eine Leiche liegen. Liegt ja nicht mal Blut. Da, das ist die Leiche. Genau das. Okay. Hier dürfte was zum Kaputtreten liegen. Und ein bisschen Credits, die nehmen wir mit natürlich. Da liegt ein Medipack drin, ne? Ja. Na, ich habe keinen Platz. Hier liegen auch noch Credits. Medipack-mäßig sieht es eigentlich noch recht gut aus bei uns, glaube ich. Wir dürfen einiges haben. Ja, wir haben genug Medipacks. Die Munition geht aber ein bisschen zur Neige. Aber da findet man nochmal 6 Stück. Und natürlich, wenn wir eine Speicherstation finden sollten. Wieso steht da jetzt eine Minute? Ich hinterfrage es gar nicht. Auf jeden Fall überspeichern wir hier einfach mal. So, und dann müssen wir ja zur Brücke zurück. Ich höre schon was, was mir gar nicht gefällt. Auf jeden Fall treten wir da jetzt mal drauf. Und hier sind nochmal Credits, die wir mitnehmen. Die Credits, damit kann ich mir später wahrscheinlich irgendwas kaufen. Ja... Natürlich habe ich nicht getroffen. Stirb doch. Mein Gott.
weiß nicht, wie ich die am besten besiegen kann. Ich hoffe, der Ton passt jetzt. Ist er zu laut? Ist er zu leise? Ich weiß es nicht. Für mich passt er. Okay. Schauen, jetzt bin ich klar. Hallo. Wow. Das war hell. Das war ja mal richtig hell. Wow. Und ich glaube, das Schiff ist tot. Und ich glaube, das Viech da oben auch. Nein, es lebt noch. Nein. So, dann einmal auf dich drauf schießen. Zack. Nachladen. Ich sehe dich. Was? So. Dich müssen wir auch noch einmal anschießen. So, dankeschön. Dann laden wir nochmal nach. Was ist da unten los? Was ist mit dem Shuttle passiert? Das war unser Ticket nach Hause. Der einzige Weg, das Schiff zu verlassen. Kendra. Nein, Hammond. Das ändert alles. Lassen Sie mich doch nachdenken. Haben Sie Zugriff auf den Hauptrechner? Das bringt nichts. Ich kann nicht auf die Primärsysteme zugreifen. Dafür bräuchte ich die Autorisierung des Captains. Und wo ist der Captain? Hier ist er. Captain Benjamin Mathias. Aufenthaltsort? MedLab. Status? Verstorben. Was? Wie? Ich habe keinen Zugriff auf diese Informationen. Finden Sie den Captain, dann haben Sie auch seine Rig. Und mit seinen Autorisierungscodes habe ich Zugriff auf diesen Rechner. Shit. Isaac, ich schicke Ihnen die Monorail zurück. Gehen Sie zur Krankenstation und finden Sie seine Rig so schnell Sie können. Was war das? Okay, ich habe ein bisschen aufgeräumt. Ich meine, so, die liegen da einfach so rum, haben die sonst nichts Besseres zu tun. Da ist noch verschlossen, dann müssen wir da lang, okay. Okay, nicht alles finster, ich dachte gerade, da ist wieder alles finster. Und speichern. Wir haben ein bisschen gespielt, haben ein bisschen Leute kaputtgeschlagen, also speichern wir wieder. Gut. Lülülülü. Und gehen hier rein. Und ich glaube, hier habe ich auch aufgehört zu spielen. Oder habe ich mir... Ich glaube, hier sind Medipacks drin, oder? Die müsste ich doch aufmachen können. Nein, hier ist Munition. Gib mir die Munition. Wir müssen da lang, dann gehen wir erst einmal hier rein. Hallo? Nein, nicht noch eine Toilette. Ein großes Medipack. Aha. Werfen wir dafür ein... Nee, ich lasse mir mal die kleinen. Die großen brauche ich ja vorerst eh nicht. Liegen hier irgendwo Credits rum? Oder liegt hier nur wirklich ein Medikit rum? Da liegt ein großes Medipack auf jeden Fall. Und der hatte ordentlich Stuhlgang. Okay. Dann haben wir hier nur Medipack. Gegner? Nein. Haben wir wirklich... Ja, wir haben 50 Schuss. Mit den 10 haben wir 60 Schuss. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken da hinten. Aber auf dem Weg zurück... Okay, du bist im Fahrstuhl. Gut, gut zu wissen. Auf dem Weg zurück kommen wir eh hier vorbei. Eventuell haben wir dann Medipack benutzt und ein bisschen Munition mangelt. Dann können wir das natürlich auch mitnehmen. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir das liegen lassen. Ich aim schon mal raus hier. Weil ich mir denke, da kommt doch gleich was. Ein bisschen umgucken. Ab hier ist es wieder komplett blind. Hier ist aber... Ach, ich kann hier Sachen ablegen, oder was? Shop? Ja, ich kann hier... Oh, das ist doch cool. Hier können Sie Gegenstände aus dem Inventar ablegen. Das ist doch gut. Dann legen wir doch einfach mal die mittleren
Medipacks ab. Das passt so. Und dann gucken wir mal. Ein Stasi-Pack brauchen wir eigentlich nicht. Plasma-Energie können wir hier 6-mal kaufen. Erweitert Inventarslots und Panzerung. Das wollen wir auf jeden Fall erst einmal, den besseren Anzug. Ich denke, das ist jetzt nicht verkehrt, wenn wir uns einen besseren Anzug leisten. Munition haben wir ja noch nicht gefunden für andere Waffen. Sollten wir jetzt Munition finden, dann kann ich mir auch eine andere Waffe kaufen. Und jetzt sehen wir doch schon viel besser aus. Wunderbar. Halt ein bisschen mehr aus und wir haben... Haben wir mehr Energie? Auf jeden Fall haben wir jetzt mehr Platz. Anzug Level 2 haben wir. Wir haben noch eigentlich genug für die Slice mit breiten Strahlen. Okay, militärisches Sturmgewehr mit hoher Feuerrate. Alles klar, alles klar. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal zurück und hol mir, glaube ich... Wir müssen da auf jeden Fall rein. Dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Ich werde jetzt wahrscheinlich nochmal kurz zurücklaufen und mir das große Medipack holen. Da haben wir eine Werkbank. Haben wir wieder solche Knoten gefunden? Nein, wir haben keine Knoten gefunden. Alles klar. Auf jeden Fall gehe ich jetzt, wie gesagt, nochmal zurück. Hol mir das große Medipack und die Munition. Das ist jetzt, glaube ich, nicht verkehrt. Dauert zwar ein kurzes Stück, aber dann haben wir dieses große Medipack. Können wir auch in den Safe legen. Ich denke mal nicht, dass wir jetzt momentan Medipack brauchen. Das dürfen wir eigentlich... Ich weiß halt nicht, wie viel ein Medipack heilt. Das... Einmal die Plasma-Munition. Und das große Medipack hier rausholen. Ich die Firma dankt und da wieder schnell zurück zum Aufzug. So, dann können wir uns mal jetzt unseren... Ah, wir haben jetzt 3 neue Slots, das heißt eventuell nochmal drei. Level 3, Level 4, Level 5. Warte mal, Level 3, Level 4, Level 5, Level 6. Dann gibt es ein Level... Ja, es könnte sein. Ich weiß es nicht. Munition haben wir jetzt nicht gefunden. Ich werde es mir aber sowieso irgendwann kaufen. Nehme ich mir jetzt schon eine andere Waffe mit? Das ist jetzt die Frage. Nehme ich mir das hier mit? Luftkanister. Kleine Luftkanister, die die Luftanzeige wieder auffüllt. Das heißt, wir werden draußen auch irgendwann... Oh, Schallknoten zum Upgraden von... Ja, dann nehmen wir das auf jeden Fall mit. Dann nehmen wir den mit, damit wir uns einfach mal ein bisschen upgraden können. Die brauchen wir ja. Und wenn wir schon genügend Credits haben, dann können wir das natürlich auch mitnehmen. Dazu hauen wir den Knoten da rein, damit wir mit dem nächsten einfach unsere Energie ein bisschen auffüllen können. Gut. Und... Hier, hoffe ich, ist doch eine Speicherstation in der Nähe, oder? Da ist ein Shop auf jeden Fall. Gibt es hier wirklich keine Speicherstation? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hallo. Na, danke schön. Nein, hier gibt es keine Speicherstation. Okay. Dann spielen wir noch bis zur nächsten Speicherstation. Gucken wir uns hier noch ein bisschen... Nein, da ist nichts. Dann gehen wir hier mal längs. Jetzt haben wir natürlich keine neue Waffe. Aber Kapitel 1, Neuzugänge abgeschlossen. Das ist doch auch was Schönes. Fortschritt speichern, das ist sehr gut. Wir können hier jetzt abspeichern. Und mit Kapitel 2, Intensivstation, geht es dann... Hier an Ort und Stelle, wenn jetzt keine Zwischensequenz kommt, weiter. Ab hier ist alles wieder blind und ich sehe hier schon,
ein Typ, der dieses Ding streichelt und... Was? Okay, das gucken wir uns einfach beim nächsten Mal an. Wir gucken uns jetzt die Werbung an und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play Dead Space. Bis dahin, ciao, ciao.